hier eine Vase aus dem Besitz Ludwigs II. In kostbarer Bronze-Doré-Montierung. An der Seite die beiden Schwäne als Handhabe und Widderköpfe weiter unten. Diese Vase stammt offensichtlich aus Böhmen und ich verwende sie immer mit einer Kerze drin am Abend. Durch das facettierte Glas gibt es einen wunderbaren Lichtreflex und ein wundervolles Licht. Also eine ganz kostbare Arbeit, sowohl was die Glasherstellung betrifft, eben auch dieses schöne Kobaltblau, als auch die feinen Bronzearbeiten.